Wie stärkt man Menschen, indem man ihnen auch Anerkennung zollt, ja, und Wertschätzung entgegenbringt? Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, tun das ja mit einer Überzeugung und aus vollem Herzen. Ich denke, dass sich zu engagieren, kann man einfach. Und Gott sei Dank machen das so viele. Jeder und jede hat irgendwelche Fähigkeiten, die sie oder er in die Zivilgesellschaft einbringen können. Aus meiner Sicht tragen Ehrenamtliche ganz stark zu einem demokratischen Verständnis bei, beziehungsweise sind eigentlich so Stützpfeiler der Gesellschaft. Und wenn sie dann auch noch vorleben, dass Ausgrenzung zum Beispiel aufgrund von rassistischen Zuschreibungen keinen Platz im Vereinsleben hat, dann können wir auch noch einen positiven Effekt haben, nämlich alle können erfahren, wie wertvoll ein diskriminierungsfreier Umgang auch im Vereinsleben sein kann. Und das ist natürlich ein Beitrag auch zur Rechtsextremismusprävention. Also es stärkt die Demokratie auch insofern, dass ich mich ja mitverantwortlich fühle für die Personen, die mit mir zusammenleben, für die Gesellschaft. Wir sind ein Verein, wir brauchen so eine Qualifizierung für uns, unsere Mitarbeiter. Wir haben Module gebaut und haben 6 Themen gesetzt. Projektmanagement, Kommunikation, Finanzplanung, Demokratie, Projekte, Kampagnen, Maßnahmen. Dass die Menschen, die das in ihrer Freizeit unentgeltlich machen, den Support bekommen, den ihnen gebührt, ist für mich Pflicht. Wir haben ja viele Bereiche, in denen man sich engagieren kann, und in vielen Bereichen ist man konfrontiert mit Äußerungen, Haltungen, Handlungen, die in einen vielleicht extremistischen Hintergrund gehen oder Ausrichtung haben oder populistisch sind, und man als Person weiß vielleicht nicht immer, damit umzugehen. Wir haben tatsächlich einen Beauftragten in Leben gerufen, der beschäftigt sich nur damit, welche Ressourcen gibt es in unserer Gemeinde, welche Bedürfnisse. Meine Werte, deine Werte war eine Übung, bei der man erleben konnte, erfahren konnte, wie man mit einer kulturellen Brille auf Geschehnisse, die passieren, schaut und das einordnet und interpretiert, möglicherweise falsch interpretiert. Wir sollten uns eine Person überlegen, die andere Werte vertritt als wir, mit der wir vielleicht ein bisschen anecken, die wir nicht so richtig verstehen können. Und sollten dann mal gucken, wovon kann diese Person vielleicht motiviert werden, so zu handeln, wie sie handelt. Ich würde sagen, politische Bildung setzt immer voraus, dass man eigene Haltung auch überprüft, dass man sich anschaut, wie reagiere ich eigentlich in manchen Situationen, was ist eigentlich mein Handeln, womit begründe ich das und was für Folgen hat auch mein Handeln. Thema Hate Speech oder auch Radikalisierung, das ist ja, glaube ich, was einfach immer aktueller wird und auch immer wichtiger, sich damit zu beschäftigen. War auch was mich sofort angesprochen hat, weil man ja sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag damit konfrontiert ist, leider ständig. Wie kann man reagieren und das negativ zu positiv verwandeln? Das war jetzt auch in dieser langen Reihe natürlich toll, weil da ja unendlich viele Projekte auch entstehen konnten. Ich glaube, viele, viele, viele Projekte haben tolle Ideen, und der Grund, warum die manchmal nicht aus dem Puschen kommen oder vielleicht ihre Visionen nicht so gut umsetzen können, ist, weil denen einfach ein bisschen Mentoring, Unterstützung und auch Fachwissen fehlt. Ehrenamtliche können nicht auf sich allein gestellt bleiben, sie brauchen eine Hilfestellung, und die haben wir versucht, auch mit der Förderung von Wir beteiligen uns zu leisten. Und da gibt es einfach eine große Dankbarkeit von allen Beteiligten, die das nutznießen. Und da den Menschen immer wieder zu sagen, es ist toll, was ihr macht. Und hier, wir geben euch noch was mit. Wir unterstützen euch dabei. Also was ich als das Besondere an dem Kurs sehe, ist diese unglaubliche Vielfalt der Teilnehmer. Hatten wir am Anfang ganz viele Menschen, die 50 plus waren, hat sich's verändert. Und es kamen immer mehr dazu, die ab 20 dabei waren. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchthintergrund. Das war auch eine große Weiterbildung im ehrenamtlichen Bereich. Und ich habe so mehr Informationen bekommen. Wir haben uns früher mit Händen und Füßen gewehrt und gesagt, all das muss immer Präsenz stattfinden. Aber die Inhalte, die wir vermitteln wollten, und die Nachdenklichkeiten, die wir anregen wollten, die Übungen, die wir machen wollten, das hat erstaunlich gut online geklappt, tatsächlich. Man musste nicht 3 Wochenenden irgendwo hinfahren, sondern man konnte es dann von zu Hause aus machen, was auch seine Vor- und Nachteile hat. Es gibt Wege, und wir haben das gelernt, auch ich habe das gelernt, dass
Ehrenamtliche kreativ sind. Und ich wünsche allen Ehrenamtlichen, dass sie kreativ bleiben.